hallo und herzlich willkommen zu Crash Moves Kleinkram. Heute mit herausragenden Titeln aus der Kleinkramkiste, aus einem ganz weirden Spieleordner, den ich angelegt habe. Und das erste Spiel, das wir heute spielen, heißt Churchill. Nicht wie der Winston Churchill. Moment, da. Picture in Picture, genau. Also C-H-U-C-I-L, glaube ich. Und ist mehr oder weniger ein lustiges, knuffeliges, buntes Rätselspiel, das ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen habe. Kann schon Ewigkeiten her sein. Und im ersten Moment weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich nehme an, rumklicken. Okay, weg ist er. Ich nehme fast an, ich muss ihn hier irgendwie wecken. Der hat aber keinen Bock und will schlafen. Okay, der Wecker ist es. Was ist das hier? Oh, da hat er damals die größte Kirsche auf einer Torte gegessen. Ups. Was? Ah, damals im Steinzeitalter der Dinosaurier. Da ist die Kirsche her. Vielleicht mag er einfach Kirschen. Ist auf jeden Fall das Thema dieses Spiels wohl. Das sind schöne Fotos. Einfach schöne Erinnerungen an tolle Momente. Ey! Okay. Okay, es bringt leider nichts. Shit! Ah! Ich versuche mal mehrere Sachen auf einmal. Oh, kann ich gar nicht. Also kurz davor. Bin mir sicher, dass das richtig wird hier. Okay. Ich habe etwas erreicht. Die sind richtig gut. Oh nein, das wollte ich nicht. Die sind echt gut, könnt ihr euch merken. Die Entwickler habe ich alle sehr gerne. Wie viele Schlappen hast du denn noch? Ach komm. Okay, also das Wasser fließt in ihn rein und fließt dann hier runter. Vielleicht muss das Wasser hier in die Elektronik, aber dann, das würde ja auch nicht wirklich helfen. Viele von den Schlappen kann man wohl hier haben. Mach mal das Fragezeichen. Ja, ja, das habe ich ja schon verstanden. Was ist denn das Ding? Hier muss tröten. Nein, ich dachte vielleicht, sobald ich was gedrückt habe, kann ich ja leider nicht mehr. Ich muss kurz gucken, welches Tier das war. Der kleine runde Kreis mit den, der kleine Vogel. Dieser, also hier, war nicht das hier. Okay. Wir probieren das jetzt nochmal. Oh.
Nein! Nicht die geile Kirsche? Was für ein elefantenartiger Affendiebstahl. Das geht gar nicht. Scheiße! Ah, okay. Wie er guckt. Jetzt vielleicht noch ein. Das habe ich ja jetzt schon verstanden. Ah! Oh! Ja! Still! Kirsche! Na, jetzt, ich wusste! Machen wir mal den Chat an. Ich wette, ihr habt auch gerade viel Spaß mit diesem Spiel. So, wo ist er denn, der Chat? Der Super Chat. Oh, jetzt finde ich den Super Chat nicht. Muss man nicht einfach nur Super Chat eingeben? RBTV Super Chat? What happened? Guckt euch das einfach nochmal kurz an, ich suche. Okay, ich finde den Chat nicht. Tja, schade. So. Okay, jetzt kann ich hier was machen. Ach, ärgerlich, ich suche halt immer noch den Superchat irgendwo. Warum finde ich den nicht? Wie heißt der denn? RocketBeans.tv, ne? / Superchat oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, nein, ich finde ihn nicht. Okay, also wenn jemand in der Regie irgendwie die Möglichkeit hat, mir den Chat zu geben, wäre das von Vorteil. So, ins Auge drücken. Reden. Jetzt.
Siri, halt's Maul! Das ist nicht das. Also wir können nicht hochrennen, wir können aber auch mit ihm reden, aber dann gibt er uns scheinbar nur Quatsch. Aber wahrscheinlich war das total gut. Kann man da noch? Nee, ich kann nicht hingehen. Das sind alles gute Dinge. Okay, ich muss dieses Haar ziehen, ganz klar. Ich geh nochmal hoch. Ups, sorry. Ja, was kann man denn hier noch machen jetzt? Kommt jetzt nochmal dasselbe wahrscheinlich. Ich hätte aber gerne. Doch. Man weiß nie, ob nochmal dasselbe kommt oder was anderes. No. Okay, jetzt haben wir alles einmal bekommen. Also, wir kommen ja hoch. So viel wissen wir. Aber ich frage mich, ob ich nochmal an dem Haar ziehen soll. Oder vielleicht kann ich hier nicht irgendwas anderes machen? Nee, er kann nur am Haar ziehen. Okay. Was ist denn? Jedes Mal ist es was anderes. Komm, einmal noch. Bis es sich wiederholt. Dann wissen wir, es kann nicht schlimmer kommen. Beinahe. Kann ich hier weiter? Nee, kann ich. Oh. Ach, ich dachte, das wäre vielleicht jetzt Teil der Rätsellösung oder so. Aha, okay, wir probieren das mal. Ah, okay, er hat das. Er hat die Gegend um das Schild herum weggebuddelt und deswegen kann ich es jetzt bewegen. Schwierig. Das war aber auch nicht fein. Das war nicht nett von uns. Aber man weiß ja nie, was passiert. So, mit ihm springen wir jetzt hoch. Oh.
das ist gut. Das ist aber jetzt gut. Die Kirsche! Nein! Nein! Ein Whirlpool-Wesen. Okay, das war schon ganz geil. Okay, da leider niemand mir einen Chat bringt, gehe ich jetzt einfach auf YouTube und dann guckt der Twitch-Chat leider in die Röhre. Tut mir leid, geht nicht anders. Ich finde ihn einfach nicht. Komm. Okay. Ja! Nein! Hä? Nein, die Kirsche entkommt im Apfelhelikopter. Oh Gott, euch sollte man töten. Guckt euch mal an, wie ihr aussieht. Soll das hier ein Huhn sein? Flieg! Okay, flieg! Flieg! Was ist das hier? Vielen Dank, das ist schön. Da hat die Aufnahmeleitung darauf geachtet, dass ich einen Chat habe. Vielen, vielen Dank. Habe ich nämlich leider vorher nicht initiieren können, weil ich keinen Laptop mehr hatte. Danke. Wir spielen nämlich gerade auf meinem Laptop, deswegen kein Chat. Aber jetzt habe ich ihn. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Guckst du eine Sekunde nicht hin, ist kopfüber. Dieses Spiel. Nein!
Also das ist auf jeden Fall eines meiner neuen Lieblingsspiele. Ich mag es sehr. Falls ihr die letzten Kretschmals Kleinkram mitbekommen habt, da hatten wir auch Samorost. Ist auch ein super Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wahnsinnig gut gefallen. Ah, nein, ich will doch schon. Ah. Ah, wie soll ich denn da durch? Oh, der. Ja, das war genau so, wie ich es geplant hatte. Also, diese Spiele könnt ihr euch echt mal reinziehen. Samorost und Churchill. C-H-U-C-E-L. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Mann, Mann, Mann. Die Mucke ist wahnsinnig toll. Also die ganzen Geräusche sind ohnehin sehr liebevoll inszeniert. Die ganzen Soundeffekte und ja, die Geräusche sozusagen dieser komischen Wesen. Oh, jemand sagt mir, ich habe es 2018 schon mit Ian gezockt. Das kann gut sein. Ein bisschen kam es mir bekannt vor, aber da kam ich nicht so weit, oder? Mann, du verdammter Igel! Wie wär's denn mit Teilen? Okay. Okay, irgendwie an diesen Level erinnere ich mich. Irgendwie. Weiß nur nicht genau. Diese Geräusche, ey. Ah. Hey. Oh, dieses Spiel ist so toll. Ich hätte das auch gerne gemacht. Ich wäre gerne der Entwickler dieses Spiels. Ja, warum nicht? Also, es gibt eine Medaille für den Kuchen, zwei Medaillen für das Ei im Glas und drei Medaillen für die Schraube oder die Tablette. Und also irgendwie sind diese Löcher hier auch noch wichtig, glaube ich. Kann ich auf die Lampen irgendwie tippen? Nee. Was habe ich denn hier noch? Das sind die drei Räume, wo ich die drei Medaillen bekommen kann, nehme ich mal an. Es muss bei Blau bleiben.
Nein! Na komm, sammel mich an. Ja, gut. Ah, okay, das ist es wohl nicht. Verdammt! Game over, man! Game over! Okay. Eine Medaille, mein Herr. Fick dich, Pac-Man, du Junkie! Scheiße, jetzt wird's schwierig. Super annoying. So, jetzt holen wir uns die geile Scheiße hier. Oh nee! So gut ist der Level auch nicht. Nein, ich wollte doch darunter, nicht darunter. Na gut. Kann ich denn eigentlich auch... Ah, ich kann auch so. Mache ich das lieber mit der Tastatur. Ein bisschen... Fühlt sich doch ein bisschen genauer an. Also vom Sounddesign her ist dieses Spiel über jeden Zweifel erhaben. Nein! Ah! Knapp. Ganz knapp. Back, 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 back
Scheiße! Nein! Runter, genau. Komm, 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 krieg dich noch! Ja. Oh. Dieses Spiel. Es dauert zu lang, dieser Level. Oh. Das muss jetzt aber reichen. Da höre ich so einen Hauch Link und Zelda raus. Aus der Musik am Ende immer. Okay, holen wir uns die dritte Medaille. Geil, Leute. Geil. Und das habt ihr nur hier bei Multimon. Den Button habe ich lange nicht mehr benutzt. Okay. Hey, eindeutig Tetris, okay. So, jetzt macht es die Box kaputt und da ist die Kirsche drin, oder? Doch nicht. Kann ich ja irgendwas im Nachhinein, kann ich nicht. Shit! Ach komm! Das ist ein Counter, oder? Da geht gerade ein Counter ab. 3, 2, 1 und dann 10, 19, 18, okay. Ja, und was soll ich damit? Ah! Soll ich das ausmachen oder so? Das war wohl sehr gut von mir. Ja, wo sind denn jetzt die drei Dinger? Ja. Da hättest du vorher dir aber die Nebenwirkungen durchlesen müssen. Ja, ja, so. Jetzt sind wir also ein Kraftpaket. Probiert das nicht zu Hause. Wenn euch das jemand im Fitnessclub eures Vertrauens anbietet, nehmt es nicht. Komm, jetzt hilft doch auch mal ein bisschen. Nein, meine Arme.
Es ist ein sehr gutes Spiel. Party, Party, Party! Oh, komm, da hätte ich jetzt wirklich gerne noch ein bisschen mitgedanzt. Das kann ich sicher nicht einfach so. Ich muss die austauschen, ne? Manchmal liegt es wohl auch einfach an der Technik. Ne? Ich kann es euch auch nicht besser erklären. Ich weiß nicht, was gerade passiert bei euch. Ich sehe nur den Chat. Nee. Kommt da ja alles nicht, ne? War ja klar. Naja, ich versuch mal. Hallo und herzlich willkommen zu Kletschmotz Kleinklam. Wir hatten gerade technische Probleme. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel ihr gesehen habt. Deswegen hoffe ich einfach, dass ihr jetzt wieder mit im Bilde seid. Wir sind aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr der normale, knuffige Churchill, sondern wir sind eine Ente? Ente. Warum? Weiß ich nicht genau, weil ich das hier gegessen habe. Aber was mir das jetzt bringt, weiß ich auch nicht. Aber wie ihr seht, kann ich dadurch eben fliegen. Allerdings auch nicht überall hin. Ich glaube, ich muss am Ende die gelbe Frucht bekommen. Und ich glaube, ich muss mich von Frucht zu Frucht hocharbeiten. Oder runter, je nachdem. Aha. Jetzt habe ich die Frucht verloren. Okay, Moment. Kurz mal gucken. Ja, ich soll ihm also die gelbe Frucht geben, aber er kann sie ja nicht bekommen. Er kommt ja leider nicht hin. Ich komme aber auch nicht ran. Und die gelbe Frucht, komm, mal wieder zurück. Und die gelbe Frucht muss ja hier irgendwo, da ist der Baum, da ist der gelbe Fruchtbaum. Da haben wir es klingen gehört. Da ist sie nämlich runtergefallen. Geil. Ob ich sie kriege? Einfach so? Das ist ja abgefahren. Jetzt bin ich der kleine Spinnenmann. Und jetzt? Kann ich da hoch? Nee. Das ist passiert. Ah, also 4 kann ich damit schon mal das Maul stopfen, aber eben nicht genug. Naja, gucken wir mal. Vielleicht muss ich den gelben ja einfach meinem kleinen Wesen geben. Das sah ja vorhin in dem Tipp so aus. Gucken wir mal. Stopp!
Ja! Okay, jetzt kommen wir langsam, aber an den Start. Also, das, muss ich ja nochmal runterschütteln. Hol's dir! Nein! Du dummer, arroganter Pudding. Oh, du sollst in ihn rein. In den dämlichen Dreckspudding rein sollst du. So, was könnte man hier noch machen? Kann ich nicht. Kann nur andippen. Jetzt aber. Ja! Rein! Nein, nicht das riesige Ei aufschlagen! Zerstörer, das kannst du nicht machen. Die Musik! Es hat sein Eigelb ausgespuckt. Ah!
Kannst du nicht machen? Wo ist der Nusshut? Das ist der falsche Hut. Wie viele Leute mit Hüten hat er denn verschluckt? Das ist sehr, sehr gut. Angry Birds, oder? Okay. Knapp. Ja, okay. Jetzt kriegen wir es hin. Nee, noch nicht ganz. Muss ich das also auch erwischen? Nicht ganz, nee. Schießen gegen das Ding und dann kommt da. Okay, gut. Das ist ja eigentlich so, wie ich es versucht habe, nur nicht so einfach. Ja! Jawohl! Die Quadratur des Dreiecks. Was ist los? Warum seid ihr. Oh. La 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 la. Oh. Jetzt ist sie doch einfach mal. Oh.
ey. Oh ja, das wird. Oh ja. Komm rein. Rein in den Roboter. Ja! Gar keine Fahrer mehr drin. Oh nein! Der braucht doch sein Auge. Der hat unseren Hut. Nein, er nimmt die Kirsche als Auge. Oh. Wow. Geil, Karneval. Natürlich. Hui, 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 hui. Okay. Okay. One,
Okay. Okay, er muss pinkeln. Ja! Okay, das war nichts. Das machen wir nochmal anders. Aber da war schon was dran. Da war irgendwas Wahres dran. Dann probieren wir nochmal die andere Mütze. Kann ich auf den Pilz pinkeln? Death Stranding. Ich dachte, dass es vielleicht was Neues passiert. Okay, wir probieren das mit dem Pinkeln nochmal, allerdings jetzt mit dem Kaktus. Ich weiß zwar nicht, was das bringen kann. Oh, ich kann gar nicht mehr trinken. Einmal noch gucken. Nee, ich kann nicht mehr trinken. Dann war also die Kaktuslösung war schon die richtige. Genau, was ist denn, wenn das Ding an ist und ich dann wechsle? Komm! Ja! Nein! Okay, den Level machen wir noch. Dann nehme ich was anderes. Auf einmal zwei. Was geht denn hier ab? Ah.
Nein! Nein! Hop, 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 hip, hop. Okay, wir hören an dieser Stelle jetzt auf, weil es ist zu gut. Manchmal sind Spiele auch einfach zu gut. Wenn ihr Bock habt auf dieses wunderschöne, liebevolle, seit 2 Jahren erhältliche Spiel vom polnischen Entwickler Amrita, glaube ich, von dem, glaube ich, auch Samorost war, was ich vor kurzem gespielt habe. Ja, greift zu. Es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich bin mir nicht sicher, wie lange es noch geht. Ich nehme an, ich habe so die Hälfte ungefähr durch. Aber ihr könnt gerne weiterspielen hier bei Kretschmas Kleinkram. Hallo, da sind wir zurück bei Kretschmas Kleinkram. Und dieses Mal wollte ich euch was anderes vorstellen, was ich beim letzten Mal schon versucht habe. Und zwar The Dream Machine. Jetzt habe ich aber leider, und das ist ein bisschen doof, gerade wieder dasselbe. Das ist so dämlich. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ich habe es letztes Mal gestartet, da lief es nicht richtig. Jetzt habe ich es hier gestern noch mal getestet, da lief es. Jetzt läuft's. Okay, es ist also ein bisschen buggy. Kann man leider in dem Fall nicht viel dran ändern. Ich kann es auch leider nicht. Es ist nur auf Englisch. Kann es nicht groß umstellen. So, gucken wir mal rein. Ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Hauen- und Pappe-Spiel. Wir gucken mal eine halbe Stunde rein. Ne? Ich weiß nämlich auch überhaupt nicht, wie es ist. So, gespannt bin ich. Soweit waren wir letztes Mal auch schon. Da hat uns allerdings dann hier dieser Cursor gefehlt. Ja, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, uns hier voranzuarbeiten. Na, ich glaube, ich habe genug gleich zum Feuer machen, oder? Also ich bin hier wohl gelandet mit meinem Schiff. Immerhin ist hier schon so ein halbfertiges Feuer am Start. Viel mehr einzusammeln gibt's nicht. Ich würde sagen, das Holz sollte man vielleicht hier... Rechtsklick ist... Ah, okay. Ja, jetzt brauche ich natürlich immer noch einen Fisch. Und ich habe auch noch keinen... Ah, dafür ist das da. Ich habe aber noch gar keinen Köder. Ein Wurm, oder? Hier finde ich ganz sicher irgendwo einen Wurm. Ja. Examine Hole. Ah. So, da haben wir doch den Köder. Ja, jetzt aber, oder? Okay. Jetzt haben wir den Fisch. Den machen wir lebend über dem Feuer. Ja,
Muss ich es töten jetzt oder was? Das kannst du aber auch echt selbst machen. Ich will das doch eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich den mit der... Oh, es tut mir leid. Der verbrennt dir doch. Okay. Möchte jetzt essen. Da ist ein Stück Papier im Fisch. Das kenne ich sonst nur von Burger Me. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Dinger und oben ist ein X. Mal angenommen, das hier wäre die Insel. Dann wäre da hinten ein Schatz oder so. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Was könnte das denn sein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, es könnten theoretisch... Kann ich gar nicht mehr. Doch, haha, seht ihr? Gefunden. Okay, das war nur ein sehr interessanter Traum, wie wir hier am Gemälde erkennen können. Moment, loved? Loved. Okay, ich dachte gerade, das wäre die Vergangenheitsform. Das wäre natürlich ein Anzeichen, dass da jemand vielleicht nicht mehr am Leben ist oder sie getrennt sind. Aber es scheint eine ganz normale Beziehung zu sein mit sogar Babyklamotten, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Okay, gucken wir mal. Was ist der Button hier? Ah, okay. So, jemand hat im Chat gefragt, das ist eigentlich eine gute Frage, wie dieses Spiel hieß, was ich mal gemacht habe, auch ein Adventure, ähnlicher Look, wo die ganze Zeit gesungen wurde. Dominik Pampelmus. Dominik Pampelmus. Könnt ihr so bei Steam eingeben, auch ein sehr schönes Spiel. Zwei Spiele, zwei Teile, um genau zu sein. Dominik Pampelmus. So sieht's aus. Okay. Okay, habe ich wohl alles. Das Telefon. Thank you for choosing Prothean Anchorage Realtor Service. Okay, es geht um ein Haus. Wir sind hier eingezogen. Das sind unsere Makler und die wollen die Kohle. Weil jemand gerade fragt, wenn ich Dominik Pampelmus bei Google eingebe. Nein, Dominik Pampelmus. P-A-M-P-L-E-M-O-U-S-S-E.
französisches Pamplemousse. Ist wirklich ein toller Titel. Richtig toller Titel. Guckt euch den unbedingt an, wenn euch sowas hier gefällt. Und wie kann ich hier was drehen? Nee. High Image Quality. Ich habe keine Ahnung, wie kann ich das denn drehen? So? So, okay. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so geklappt hat, aber ich muss es wohl an der Ecke immer so ziehen. Ha, geil. Okay, so, das hier gehört zusammen. The previous tenant. Dann noch. To whom it may concern, nehme ich an, steht da oben. Ja. I'm hiding the note in the hope that. Okay. Das hier muss da wohl auf die rechte Seite und das andere auf die linke. Das Gefühl, dass da noch was fehlt. Nee, obwohl. Okay. Oh. I'm hiding this note in the hope that you won't find something going in. Paranoid. Look under the floorboard, below the light switch in the bedroom. You will see what I mean. Whatever that thing is mine and I'm not staying around to see what it does. Perhaps you'll be able to figure it out. Also, im Schlafzimmer soll angeblich unter der Bretter, dem Bretterboden etwas für mich versteckt sein. Da gehen wir gleich hin, bevor wir mit der Freundin oder der Frau reden. Denn hier ist das Schlafzimmer. So, wo ist denn hier ein Brett? Überall. Ja? Da. Ja, okay. Hab aber leider auch nichts. Werden wir gleich noch finden. Okay. Boah, die sieht aber auch... Naja gut, er sieht auch nicht besser aus, ne? Mit dem bisschen Haar, was er noch hat und der kantigen Gesichtsform. Frühstück im Bett. Oh, das wäre jetzt aber ganz nice gewesen. Hast du aber nicht, ne? Das ist immer so ein Ding. Die Erzählung von, ich hätte dir gern was zu essen gemacht, die macht mich nicht satt. We don't have a kitchen table. Also irgendwas Quadratiges, eine Box oder so. Das machen wir. Welche Box? Die? Das ist ein bisschen doof, ne? Weil hier sind viele Boxen. Ah, Movebox. Okay, Stromstecker. Nee, Telefonoutlet. Ah, okay. Machen wir das Telefon da mal ran. Denn ich bin der Telefonmann. Nee. Jetzt rufe ich mal die Makler an. Die machen noch ein bisschen mehr als nur Maklern. Connect people looking for apartments. Ja, das kennen wir. Do you ever need help with things like renting furniture? Okay, oder leases? Nee, eigentlich auch nicht. Ne? Brauche ich auch nicht. Ja, mehr habe ich nicht. Komisch, dass hier gar keine Soundeffekte zu hören sind. Finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Kurz mal schauen, ob ich nicht vielleicht... Nee, Sound, warum ist der Sound off? An. Musik an. Kann auch ruhig mal speichern, ne? Kann man ruhig mal machen. Okay. Brauche immer noch eine Kiste.
Das ist, die nehmen wir jetzt mit. Nee? Da ist so ein Tisch. Ihr macht mich fertig. Woher soll ich denn wissen, was ihr jetzt haben wollt? Naja, gucken wir erstmal, ob ich nicht vielleicht andere Sachen habe. Ich suche ja noch diverse Gegenstände, die mir helfen werden. Enter Living Room. Nee, erstmal nicht. Auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Was da? Gar nichts, oder was? Ja. Auch nichts. Shit. Okay. Was ist denn hier? Babyöl, Shampoo, Conditioner. Ach, das Babyöl kann ich also mitnehmen, das ist schon mal gut. Wofür ich das gebrauchen kann, weiß ich aber auch noch nicht. Ah, ein wundervoller Mann. Hello, handsome. Ja, da ist scheinbar aktuell nichts, was ich gebrauchen könnte. Okay. Schon komisch, dass die Geräusche alle weg sind, ne? Die habe ich scheinbar einfach ausgestellt. Ist aber sonst nichts. Ja, es ist ein wenig doof, weil ich jetzt wirklich nicht weiß, welchen Tisch sie von mir will. Ich meine, naja, wir reden mal. Ja, was denn damit? Okay. So, welche leere Box? Da habe ich ja eine. Okay. Somit haben wir also jetzt unseren ersten Tisch. Nochmal gucken, was wir von dieser Notiz halten, zusammen. Ja, natürlich, sie findet es nicht so spektakulär. Ich finde es total mysteriös. Was ist wohl hinter diesem, unter diesen Bodenpaneelen? Ich weiß es nicht, denn ich habe keinen Hammer oder irgendwas in der Art. Komm, mach mal das Wasser wieder aus. Das geht ja gar nicht hier. Moment. Das läuft ja ewig. Okay, es hört einfach nicht mehr auf. Okay, dann ist mir das auch egal jetzt. Wir suchen also irgendwas um, was sagt ihr, Shampoo auf dem Duschboden. Ach so, Stellen finde ich barbarisch. Da habt ihr recht, das geht gar nicht. Wir haben dieses Babyöl, wir haben hier diesen Platz, wir suchen immer noch etwas, um die Bodenplatten aufzumachen. Wir haben immer noch den Envelope. Ah, okay, ja, die Adresse. Der Zettel, den haben wir uns schon angeguckt. Nichts Wichtiges drin. Und das Babyöl. Keine Ahnung, wofür ich das benutzen sollte. In die Pflanzen? Nee. Ja, wir gehen noch mal weiter. Schon komisch, dass hier überhaupt keine Musik da ist, ne? Ich starte mal, ich speichere noch mal und dann starten wir noch mal neu. Ich glaube, das Spiel ist einfach buggy as hell und läuft nicht so richtig gut. Da sind jetzt Geräusche. Okay, alles ist an. So, gucken wir mal. Ja, viel besser so. Ah. Auch echt ein Hebel. I need a prying element.
Jemand schreibt, ich glaube, du hast das bei deinem Brief Schnipselbewegungsversuch ausgeschaltet. Ach so, die Musik oder so. Ja, das. Ach, ich erinnere mich. Ja, ja, als ich hier rumgedrückt habe, ne? Ja, ja. Jetzt ist aber alles wieder okay. So, ich weiß immer noch nicht, wie und wo ich hier mal ein Werkzeug bekommen kann, das mir hier hilft. Eigentlich müsste doch in irgendeiner Box sein, oder? Habe ich doch eigentlich jetzt alle durchgesucht. Ist da noch was? Nee. Okay. Ah, ich darf noch nicht raus, weil noch der Ersatzschlüssel. Ah, lass mich doch! Okay, sie hat über irgendwas, sie hat ein schlechtes Gefühl und will den Typen nicht mit dem Typen allein sein, weil sie schlecht geschlafen hat und wahrscheinlich einen schlimmen Traum hatte. Ich kann, darf nicht raus, ne? Immer noch nicht. Okay. Ja, 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 ich call den Caretaker. Eigentlich suche ich ja einen Schraubenschlüssel. Ich dachte, vielleicht draußen ist irgendwo einer. Das sind jetzt wieder die Makler. Vielleicht helfen die. Die Straße und die Adresse habe ich ja jetzt bekommen vom Brief. Shit, wo soll ich denn wissen, wie der Caretaker heißt? Okay, dann gucken wir doch nochmal, reden wir mal mit ihr, vielleicht weiß sie den Namen. Ja. Norton, Horton, Morton. Ich probiere es nochmal, wenn ich ihm jetzt sowas in der Art sage. Ob das schon reicht? So, und jetzt kommt doch, I think it's Norton, Horton, Morton. Ich probiere mal Norton. Ah, Horton? Shit. Okay, noch Morton. Okay, das scheint er aber zu sein. 6-4-7-5-3-3 6-4-7-5-3-3 6-4-7-5-3-3 6-4-7-5-3-3. Macht er von alleine, okay, sehr gut. Okay, er kommt hoch und gibt uns den Ersatzschlüssel. Dann kann ich raus und finde vielleicht draußen irgendwo einen Schraubenschlüssel, Zieher, Dreher. Irgendwas in die Richtung. Oder halt, ja, ist doch alles jetzt, habe ich doch alles gemacht. Ja, reicht. Let's eat. So. Wir haben aber, soweit ich weiß, gar keine Stühle. Isn't this magical? Ah! Wer klingelt? Hallo, klingelt! Erzähle ich ja einfach nur, was gerade passiert ist in meinem Traum und was ich da genau gemacht habe.
Und man sieht schon, dass die beiden eigentlich eine sehr schöne Beziehung haben. Sie mögen sich, sie reden gern miteinander. Alles in Ordnung. I found a note. Ja, genau. Es geht darum, was mein Traum bedeuten könnte. I was looking at the painting above the bed as I fell asleep. I think dreaming about a deserted island. Dreams are just synapses in your brain firing away randomly. Das ist das, was ich sagen würde. Ja, komm, erzähl, was du denkst. Like your standard escapist fare. Also, ich will einfach nur alleine sein. You're scared of your new situation and you're longing back to the simpler life we had before. The old cushy job, your old slacker friends. Ey, was hast du für ein Problem mit meinen Freunden? So. Sie macht direkt ein Riesenthema draus. Na super, dir erzähle ich nochmal von meinen Träumen. Sie war auf einem Luxuskreuzer durch die Mediterranean. Ja, hat halt einfach gechillt, ne? Schön auf dem Boot gechillt. Und der, ach, jetzt kommt diese Geschichte mit dem Caretaker, ne, der auch gleich kommt. Felix Morton. Okay, sie möchten nicht drüber reden, während sie essen. Denn sie will auch wirklich nicht weiterreden. Sie ist ganz die Hausfrau. Und wir öffnen die Tür. Was ist eigentlich seine Berufsbezeichnung? Also ihm gehört, seine Familie gehört das Haus und er vermietet sie weiter und macht so ein bisschen den Hausmeister und ist deswegen beides. Hausmeister und Vermieter. Ja, unten ist sein Büro, man soll nur klingeln, dreimal klingeln und er wohnt quasi da, wo er arbeitet. Das können wir alle mittlerweile ganz gut verstehen. Da ist sie wieder am Abwaschen. Ja, das war er. Jetzt will ich es wirklich hören. Okay, komm. Raus damit. So, sie ist schwanger und angeblich soll man dann schlimme Träume haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Aber ihr Traum war, sie war also im Mittelmeer auf einem Luxusdampfer und dann saß sie oben auf dem Deck und trinkt. Hört dem Wasser zu. Und dann fiel ihr auf, das Wasser kam von ihr. Also, wie wenn das, ne? Wie heißt das? Das Wasser bricht. Wenn alle Dämme brechen. Und das Kind kommt. Ja, aber wie er schon sagt, das ist eigentlich wahrscheinlich ein relativ verständlicher Traum, was das bedeuten soll. These types of problems aren't supposed to show up until menopause. What happened then? So, es war natürlich super unangenehm, wenn du dein Wasser nicht bei dir halten kannst. Und dann hat sie sich mit einem Handtuch versucht zu bedecken. Hilft aber nicht. Hat nicht wirklich geholfen. Like a cork popping out of a champagne bottle. Also es gibt dieses Plopp-Geräusch. Ah, da ist ein kleiner Mann aus ihr rausgeschossen. Flupp. Und wahrscheinlich direkt zum Arbeiten gegangen. Und das war der Caretaker. Okay, das ist natürlich seltsam. Wenn du träumst, dass du deinen Vermieter gebierst, kann er das ganz schön verwirren.
That's the most interesting entryway to date. I'll have to make a note of it in my journal. Ja, der fand den Eingang sehr interessant. Hat sich das direkt gemerkt? Ja, wirkt eher wie ein Akademiker. Und dann ist sie aufgewacht. Ein sehr, sehr komischer Traum, muss ich sagen. Würde mir auch eher Angst machen. Danke für das Gesundheitssagen. Ah, die Treppen gehen nicht. Ja, leider kann ich nichts davon aufmachen oder so. Kann man noch kurz gucken, wer auf der anderen Seite ist? Ah, da ist der... Ist das nicht der Caretaker? Doch. Victor Neff? Nee, ist er nicht. Nee, ich bin Victor Neff. Das ist Eddie Jones, der alte Sack, der neben uns wohnt. Hast du eventuell... Oh, da sehe ich gerade jetzt, die Tür geht ganz schräg auf. Ja, some kind of grease product ready. Also habe ich ja natürlich das Babyöl. Aber ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er vielleicht einen Schraubenzieher hat oder so. Ja, sie wartet auf Bridge, auf alte Freunde, die vorbeikommen. Jetzt geht's um ihren Namen. Der klingt wie ein Filmstar und Filme von ihm hat sie aber nie gesehen. Jetzt reden sie noch über Mr. Morton. Und sie kann Mr. Morton überhaupt nicht leiden, weil sie eigentlich von ihm ausgewiesen werden sollte. Weil er wahrscheinlich ein alter Geizhals ist. Ja, ihr Vater war ganz cool. Der Sohn ist ein Arschloch. Okay, Eddie. Den Schlüssel für unten habe ich natürlich nicht, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Aber war klar, ist nicht der richtige. So, wir sind im zweiten. Gehen wir mal in den dritten, einfach mal um zu gucken, was hier noch für Räume auf uns warten. Das sieht hier eigentlich mal genauso aus, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ha, okay. Auch keiner. Okay. Hier ist also erstmal nichts. Da ist er ja. Spreche ich mal auf den Traum an. Ja, ich... Man sollte es ihm vielleicht wirklich nicht erklären. Das Haus ist lange schon in der Besitzerfamilie und er ist der Letzte in der Generation. Ich glaube, er hat auch keine Kinder, damit endet es wahrscheinlich. Und hier wurden Schlafstörungen behandelt. Was ist eigentlich hier musikalisch los im Hintergrund? Okay. Mr. Willard haben wir ja schon kennengelernt. Miss Pete, vielleicht auch nicht, ist eine Nachtschwester im Krankenhaus. Und dann ist noch Mrs. Jones, eine Witwe. Eine ältere Witwe und ich glaube, das ist die Kollegin, die wir kennengelernt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja bisher eigentlich nur eine Person wirklich gesehen.
Ich weiß eigentlich. Ich wollte ja nur mal gucken. Ach du Scheiße. Ja, da ist das Sofa. Du kannst mir das doch nicht einfach so, du musst das schon noch hochbringen. Ach ja, ihr lasst das jetzt einfach in der Tür stecken. Door to door. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich versuche nochmal, mich da rauszuwinden. You call it stuck, I call it delivered. When did you stop caring about your job, man? Ah! Complimentary Crowbar. Damit kann ich das Sofa natürlich frei quetschen. Ich weiß es nicht genau. Ah, okay, komm dann. Ja, komm, erst nochmal beleidigen. Ihr Pimmel. Okay, natürlich unterschreibe ich da. Damit kriege ich die Crowbar und mein Sofa bleibt stecken. Wie kommst du denn jetzt raus? Das kriegen wir doch niemals raus. Schon gar nicht mit der Crowbar. Oh, das sind die einzelnen. Morton Estate, Morton, E. Jones, T. Brittle, Estate, Willard. Wir sind Brittle, oder? Nee, ja, okay. Das zweite von rechts. Ja, ärgerlich, aber immerhin habe ich jetzt ein bisschen was. Jetzt machen wir erstmal oben die Bodendiele. Nein, nicht der dritte, der zweite Flur. Oh. Nochmal rein, rein. Zwei. Wir machen gleich nochmal ein weiteres Spiel. Weil das ist schon sehr interessant, aber wir haben ja jetzt auch ein bisschen was von gesehen. Ich glaube, da kann man nochmal ein, zwei andere Spiele sich angucken. Ich finde das aber sehr unterhaltsam irgendwie. Es hat schon was. Schon ein bisschen arzi-fazi, ne? Vor allen Dingen optisch. Die Rätsel sind, sage ich mal, Standard. Sehr pragmatisch alles. Aber es ist schon irgendwie cool. Oh, was ist denn da jetzt drin? Das habe ich jetzt aber überhaupt nicht erwartet. Hier so ein kleines Maschinenrätsel. I have no idea what it does. Ah, okay. Das hier sind so Widerstände, nehme ich mal an. Ja. Ich glaube, der verringert den. Ein Resistor verringert die Menge des Stromflusses. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, hier habe ich jetzt einen dieser Transistor rausgeschaltet sozusagen. Ich weiß aber auch überhaupt nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Hier, ja. Jetzt sind sie eigentlich alle ausgeschaltet. Ne, hier noch. Ja, aber war das nicht die Idee? Oh. Jetzt muss ich es irgendwie bypassen. Okay, das geht aber nicht. Was? Das war wirklich reines random Videospiel-Logik. Die Säue! Wie eine fucking Kamera. Ich glaub, sagt. Ja, natürlich der Vermieter.
Ja, vielleicht war es der Vorgänger, Vermieter. Und er hat uns ja diese Notiz dagelassen auch. Könnte auch ein Nachbar sein. Das interessiert mich gerade, wer das jetzt war. Da habe ich gerade gestern, habe ich bei Reddit ein, zwei geile Geschichten gesehen. Und zwar über eine Person, die in einem Zimmer lebte und dann morgens, wenn sie aufgewacht ist, immer gemerkt hat, dass irgendjemand in der Wohnung war. Irgendwas war, Dinge lagen woanders, alles war irgendwie anders. Und dann stellte sich raus, dass da jemand in der Wand gelebt hat und immer durch den Spiegel im Badezimmer, den man so wegnehmen konnte, dahinter war ein Loch von der Renovierung. In allen Hotelzimmern dieser Anlage waren Löcher hinter den Spiegeln aus Renovierungsgründen. Und da ist einfach jemand fucking eingezogen in der Wand und ist dann immer nachts in die Wohnungen rein, hat da Scheiße geklaut, hat Sachen gegessen und ist dann wieder in die Wand. In die Wand. True story. Wahnsinn. Okay. Jetzt hat das ja aber wahrscheinlich einen anderen Grund. Die wollen einfach nur ihre Mieter beim Schnackseln filmen. Ja, ein alter Creep. Da gehe ich doch direkt mal hin. Ja, so, ich gehe mal runter und werde jetzt mit ihm labern. Während sie die Polizei ruft. Ja, ja, genau so muss man das machen. So, raus. Na, weil er nämlich gesehen hat, wie wir die Kamera entdeckt haben. Schade, ich habe leider keine Möglichkeit, da von außen ranzukommen. Sonst hätte ich den Schlüssel. Auf der anderen Seite wird Musik gespielt, das haben wir ja schon gehört vorhin. Ein Grammophon ist auf der anderen Seite. Na, du altes Wiesel! Spannerwiesel! Komm nur her, du! Du kommst hier nicht mehr raus! Wenn einer meinen Schlong betrachten darf, dann sind das meine Onlyfans. Listen to door. Kann ich ja nichts machen. Habe ich alles schon gemacht. Naja, okay. So, wir sind also eingesperrt mit einem perversen Schweinehannes, der uns beim nackt rumliegen filmt. Okay, Sofa blockiert immer noch den Weg. Dann gehen wir doch nochmal ein Stockwerk höher. Vielleicht haben die ja was mitgekriegt. Just a moment, dear. I'll be right with you. Ja, dann mach doch mal auf jetzt hier. So. Wissen Sie etwas über eine Pornokamera? Ja? Ja? Waren Sie es vielleicht? Oder der Vermieter? Ja, sie ist direkt auf unserer Seite. Vielleicht solltest du auch deine Bilder mal genauer dir angucken. Und vielleicht kann sie mir sogar helfen. Ein Sofa? Nein, sie will nicht helfen. Okay. Ja, wollte nur kurz sagen, dass sie angespannt werden vom Vermieter. Ne, kein Problem, alles wie immer. So, wir gehen rein. Jetzt muss ich wirklich mal jemanden finden, der mir bei dem Sofa hilft. Was sagt denn die Alicia? They put me on hold? Jetzt dauert das auch noch. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ne? Ich würde gerne jetzt wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir hier nur ein kleines Ründchen reinspielen und dann in der nächsten halben Stunde, die wir haben, nochmal was anderes ausprobieren. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle kurz Schluss machen mit dem Spiel. Es ist ein sehr interessantes
Ding. Könnt ihr euch wirklich mal holen. Dream Machine heißt der Titel. Aus Knete und Pappe ist es gebaut. Und ich persönlich finde es sehr charmant. Bisschen creepy, aber gerade deswegen eben auch so ein bisschen was anderes. Und perfekt für... Yeah, da sind wir wieder. Und wir spielen das letzte Spiel für heute bei Kretschmer's Crazy Crime. Und zwar ist das Manifold Garden. Ein Spiel, das mir sehr gefallen hat, weil es diese Escher-artigen Level-Konstruktionen hat, wie man hier schon so ein bisschen sieht. Ich drücke mal eine beliebige Taste und dann gucken wir mal 30 Minuten rein, was auch immer jetzt hier kommen mag. Moment. Aha. Hier sehen wir schon. Oh, da wird mir ein bisschen schlecht. Bisschen hoch ist es schon. Ich bin eigentlich niemand, der mit Höhen ein Problem hat, aber hier sieht alles so. Was? Was ist jetzt passiert? Hallo? Moment. Okay, ich kann also an der Wand entlang laufen. Das ist ein interessanter Skill. Okay, und was ist hier? Kann ich den Button drücken? Oh, okay. Kleiner Tipp in den Chat. Fangt jetzt nicht alle an, GME... Wie heißt das andere? AMC und die ganzen BB und die ganzen Hype Pump and Dump Aktien zu kaufen. Vertraut mir. Das Thema ist durch. Ihr könnt jetzt nur noch verlieren. Da hättet ihr schon vor einer ganzen Weile anfangen müssen. Wirklich. Macht euch nicht irre. Und auch kauft auf gar keinen Fall Ripple und Dogecoin. Nicht jetzt. Es ist zu spät dafür. So. Ich sehe das nur die ganze Zeit im Chat und denke mir, irgendwann musste mal was sagen. Die ganzen Leute machen ja alle ihr Geld kaputt. Hebt es euch doch auf. So. Okay, das sieht ja soweit noch einfach aus. Ja, genau. Simon wird von den Großen bezahlt. Simon wird von den Market Makern bezahlt. Nein, Leute. Aber der Hype ist durch. Jetzt wollen die Leute euch nur noch den Kram verkaufen. Glaubt mir doch. So. Was machen wir hier? Okay, das kriegen wir nicht auf. Das sieht interessant aus. Da, genau, den hätte ich gern. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Weil gelb halt zu gelb passt. Ah, okay. Ja, the squeeze had not been squeezed. Jetzt muss ich euch doch noch mal eins sagen. Nur damit ihr es wisst, wenn ihr jetzt für, ich glaube, 250 ist gerade GameStop, ne? Kann gut sein, dass es da nach oben geht, aber wie ihr schon seht, der Kurs erkämpft. So einfach ist es nicht. Also, wenn er dann höher geht und dann der Squeeze kommt, müsst euch auch klar sein, dass der nicht lange anhält, sondern dass es vielleicht, naja, das kann ein paar Sekunden sein, das können ein paar Minuten sein, aber ganz sicher könnt ihr nicht irgendwie eine Woche Urlaub fahren und dann noch erwarten, dass das alles noch auf einem Level ist, wo ihr Geld mit verdient. Ich sag's ja nur. Also, wenn ihr schon unbedingt das machen wollt, dann müsst ihr beim Squeeze aber auch sowas von schnell dabei sein. Ansonsten ist es halt zu spät. Okay. Genug davon jetzt. Ist ja auch Quatsch. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ihr seid erwachsen. Einen roten Würfel suche ich. Das sieht irgendwie so aus, als könnte es einer sein. Jetzt ist mir sogar der Chat hier abgestürzt. Das ist ja interessant. Warum? Habt ihr das gemacht? Nur weil ich was gesagt habe über die Aktien? So. So. Wichtig ist, dass ihr euch nicht volllabern lasst oder euch FOMO, also Fear of Missing Out, einreden lasst. Das ist ganz wichtig. So. Okay. Das ist schon ein wenig verwirrend manchmal. So. Ein sehr interessantes Spiel, muss ich schon sagen. Rätsel, ja, aber es sieht auch optisch einfach sehr, sehr interessant aus. Was ist denn hier schon wieder? Okay.
Da rafft doch kein Mensch mehr, was hier eigentlich Sache ist. Na komm. Hä? Geht das nicht, wenn ich... Okay. Und ich kann aber nicht... seht ihr, ich kann nicht... muss das quasi irgendwie hier oben halten. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich dann den grünen, ne? Um ihn einfach nur hinzu... also um einfach nur den blauen zu blockieren. Das könnte so funktionieren. Da wächst dir einfach ein Würfel nach. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Weird Shit, habe ich euch versprochen. Weird Shit wird hier auch delivered. Boah, da wird ein bisschen schlecht, weil es so wirklich sehr hoch ist. Okay, aber hier bringt mir das jetzt nichts, ne? Ich kann doch nicht springen oder so. Nein! Ja, ich kann fallen! Oh, scheinbar ist das okay so. Das wiederholt sich alles. Ja, okay, es wiederholt sich immer wieder. Dann versuche ich mal, ob ich hier hinfallen kann. Ich dachte kurz, ich sterbe jetzt, aber nein, habe ich überlebt. Jetzt brauche ich nur noch eine andere Kiste. Guck mal, ob hier irgendwo auf der Seite, vielleicht komme ich da auch noch irgendwie rein. In die Kiste. Das hier sieht auch interessant aus, seht ihr? Was ist das? Das habe ich schon wieder vergessen. Stimmt, ich kann da ja auch entlang laufen. Runtergefallen, na gut. Okay, da will ich also hin. Wir suchen eine blaue Kiste. Wo könnte denn die blaue sein? Seht ihr da drin irgendwo eine blaue Kiste? Oh, da ist eine Kiste. Nee. Gar keine Kiste, ist auch nur ein Türöffner. Weird. Ja, das ist halt hier den Kram, den ich schon kenne. Okay, kurz mal nachdenken. Ich falle erstmal hier wieder runter und gehe wieder in die Gebäude rein. Denn, vielleicht könnte ich auch hier von außen. Also vielleicht gibt es ja hier von außen irgendwo was Verstecktes, was ich bisher noch gar nicht gesehen habe. Da wäre so ein blauer. Wie würde ich den denn jetzt bekommen? Da ist auch ein blauer, aber da ist leider hier so eine Scheibe dazwischen. Da ist ja auch noch ein blauer. Okay, dann nehme ich den anderen blauen. Ja, deswegen sind da ja auch mehrere. Ist ja klar. Genau. Ja, das war ja wirklich sehr einfach. Ich dachte, fast schon ein bisschen zu kompliziert. Aber so ist es wahrscheinlich richtig. Ein geiles Gefühl. Ja! Sehr befriedigend. Haha, ist das geil. Ich will mal runterfallen. Ich finde das irgendwie geil.
Und während des Fallens werde ich mich ein bisschen nach vorne bewegen und dann komme ich da schon hin, wo ich hin will. Ich wollte doch nur da drauf laufen. Und schon bin ich irgendwie um die Ecke. Okay. Nee, kann ich nicht nehmen. Kann ich nichts mitmachen. Muss aber irgendwann gemacht werden. Gehen wir erstmal die lange Treppe. Oh Mann, das ist so dämlich. Aber ja, stimmt. Okay, aber die führt ja auch dahin, wo ich eben schon bin. Ah, sieht interessant aus. Wie komme ich denn dahin? Okay, ich falle. Ja, das sieht irgendwie interessant aus. Als sollte man da mal hin. Ah, jetzt fällt er in die falsche Richtung. Okay, aber jetzt von dieser Seite. Und Landung. Jetzt musst du da nur noch hin. Okay. Das ist ein ganz schöner Mindfuck. Na gut. So, hier könnte man auch noch mal hin. Ja, ganz hoch. Das ist so, von allen Seiten sind diese Areale eingehbar und begehbar und dadurch ist das natürlich für die Rätsel auch total interessant. Hier sind wir wieder. Okay. Kann ich hier... Ja? Oh, okay. Wenn ich da einfach lang gehe, verschwindet dieses schmierige, ölartige Gedönse. Ah! Nein, nicht fallen. Oh. Weil ich immer wieder sehe, dass Leute es fordern, dass Florentin dieses Spiel spielt. Das habe ich auch schon bei Superliminal gesagt. Ich freue mich tierisch, wenn Florentin Bock hat, das zu spielen. Er muss sich quasi nur melden oder so. Und ich gebe ihm gerne jederzeit natürlich sowohl Spiel als auch dann die Möglichkeit, das durchzuspielen. Ich wollte es ihm jetzt nicht wegnehmen. Ich weiß, dass er da viel Spaß hat mit solchen Rätselspielen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er schon ganz genau weiß, was er auch spielen will und ich ihm da gar nicht so viel helfen sollte. Aber ihr könnt ihm ja gern mal schreiben und ihm gern mal sagen, ey, vielleicht ist das ja was für dich. Oh, komm. Da kann man ja keinen Meter laufen. Doch, da ist ein Grüner. Geil, das ist es. Durch Glück bin ich genau hier gelandet. Jetzt kriege ich ihn nur nicht auf. Ah, das war klar, okay. Das ist das Problem, ja. Ja, da sind die Grünen, aber wo ist der Eingang für den grünen Bereich? Wir müssen doch eigentlich irgendwo hier sein. Vielleicht kann ich von oben reinhüpfen. Oh, das ist aber echt unfair manchmal. Ich weiß gar nicht, wie man das an der Kante machen kann, dass man richtig landet. Ja, seht ihr immer, man ist immer sofort... Okay. Vielleicht hat diese grüne Seite ja wirklich jetzt auch was zu bedeuten. Vielleicht hilft mir gerade das jetzt auch, den grünen Kubus zu finden. Sieht aber gerade leider nicht so aus. Da will ich rein. Na gut, aber hier ist ja auch noch... Also es sind ganz viele grüne Plätze. Okay, so muss man echt aufpassen, wo man um die Ecke geht. Weil, genau, weil man sonst fällt man nämlich runter. Okay, bam.
Die werden immer nur aktiviert, wenn man auf ihrer Seite ist. Mit der jeweiligen Farbe. Ah, oh, nee, echt? Und der geht nur hier? Das ist ja schon interessant. Wie kann ich denn da jetzt was ändern, wenn der hier gar nicht anders will, als immer da hängen? Okay, müssen wir mal gucken. Nein! Okay, und das bleibt da. Also die Pfeile deuten natürlich immer an, wo es liegen muss. In welche Richtung. Aber was kann ich denn hier? Kann ich ja jetzt gar nichts machen, weil ich es ja auch nicht rausbewegen kann. Einmal noch gucken, ob ich es nicht irgendwie an die Wand bringe. Nee. Drehen. Ah, okay. Das ist aber auch neu. Also für mich zumindest. Ja, es will nicht. Also das Level-Design ist wirklich sehr, sehr originell. Okay, dann gucken wir mal, ob ich hier... Nee, da unten ist wieder nur die ganze schleimige Kiste. Hier ist grün. Da... Was ist hier? Ah, hier hätte ich den grünen mal reinstecken sollen. Wer weiß, was hier alles passiert wäre dann. Ich habe ihn einfach an die falsche Ecke. Ah! So. Ich glaube, wir müssen auch gleich Schluss machen, weil der nächste Rocket Beans Slot wartet auf euch. So viel habe ich bisher nur gehört. Die Regie kann mir das sicherlich auch nochmal genauer sagen, wobei ich kann mit, im Moment ja gar nicht mit mir reden. Wir haben, wie gesagt, hier eine neue Zock-Location, deswegen muss ich nochmal gucken, bis wann, frage ich mal, und dann wird er mir das schon sagen. Ah, er redet schon. Ich schreibe aber trotzdem. So, ich habe zuerst geschrieben. Mal gucken, wie lang es noch geht. Okay, da ist ein grüner. Den holen wir uns jetzt. Als allererstes holen wir uns diesen grünen. Ach, shit, da kann ich nicht ran. Geronimo! Ah, es ist schon wieder die Ecke, wo ich nicht rein kann. Wo ist denn der andere grüne nochmal, den ich vorhin hatte? Dann nehme ich halt den. Den habe ich ja links irgendwo verbaut. Ja, da ist er. Ach, der ist festgewachsen. Shit. Okay, 14 Uhr geht's mit Denzel weiter. Der hat in diesem Fall nur noch eine Minute. Ich habe nur noch eine Minute. Und dann kommt er. The Big D. Gönnt euch den D, Alter. So. Okay, ich glaube, so schnell werde ich dieses doch sehr interessant, aber auch kompliziert anmutende Rätsel nicht lösen können. Das ist dann wohl ein Fall für die Physik. Nein, ein Fall für Simon oder vielleicht auch später für Florentin. Das muss jemand entscheiden, der das Beste beurteilen kann. Der das Beste beurteilen kann als ich. Da habe ich auch so den falschen Button gedrückt. Ich wollte aber eigentlich hier ins Vollbild mit euch. Ja, ein tolles Spiel. Ist wirklich interessant. Moment, ich gucke noch mal gerade nach, wie es heißt. Manifold Garden. Ein Physik-Logik-Schieberätselspiel mit bunten Buttons und Kisten, die man irgendwo hinschieben muss. Sehr, sehr geil. Fickt ein klein wenig euren Verstand und eure perspektivischen Optiken. Und ja, ich find's gut. Hier nochmal, ihr seht, wie lange ich allein schon hier die ganze Zeit einfach so falle. Ich falle und falle und falle und falle. Es wird nie aufhören. Es sei denn, jemand rettet mich aus meinem nie enden wollenden Kreislauf. Höchstwahrscheinlich wird das der Kollege Dennis sein. Denn der kommt jetzt. Wir sind hier am Ende. Nochmals Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann.